willkommen beim Neulenkerflug. Wollt ihr meinen Pucci Pucci meiner Frau sehen? Ja, aber leider ist die Hosen so dreckig, zum Teil den Herrn sagt. Wo ist das dreckig? Da ist doch nichts dreckig. Schau, na so, dann siehst du das am Abend im Vlog, kannst du es dann anschauen. So machen wir das. Willkommen am 31.12.2023. Es stehen große Veränderungen an, liebe Freunde der Blasmusik. Es ist unglaublich. Und der Vlog kommt heute vielleicht eh nicht, weil ich ja nicht vor Ort bin. Egal, schaut euch mal an. Es hat gerade ein paar Plusgrade, was aber nicht stimmt, denn das Auto ist angeeist. Schaut mal, der Nebel ist gekommen. Grauslich. Ja, fleißig war ich die letzten Tage, unerwartet. Hab nicht das gemacht, was ich tun wollte. Hier, Agnes räumt den Mist weg. Jetzt hat sie nicht das Pucci Pucci geschüttelt, sondern was anderes. Ich habe fleißig eingeheizt und erfolgreich das komplette Müsli, das mir meine Frau gemacht hat, ausgefressen. Mein Sohn hat mein Heferl entführt. Naja, soll das entführen. Ich habe die letzten Tage Unmengen Wäsche gewaschen. Ich habe das Öl durch die Gegend getragen, ich habe es euch gesagt. Und entsprechend fühlt sich mein Körper jetzt auch an. Ja, was besprechen wir heute? Ich weiß nicht so recht. Mir fällt nichts ein, deshalb... Ich werde... Ärger mal die Frau. Ärger mal die Frau? Ärger mal die Frau? Ja, wie machen wir... Habt ihr eine Idee? Wie könnte man es denn ärgern? Oh, sie schon. Also, du schaust so böse, Frecher. Aber siehst du, geh am Platz. Sag's euch. Die Frauen sind immer das, was sie einmal waren. Früher, soll man es ärgern? Mir war vorher was eingefallen, aber wenn ich das mache, kriege ich ein Riesenproblem. Apropos, wie schaut es mit Keksen aus, Frau Schmatz? Soll ich hier auf den Tisch stellen oder was soll ich mit denen machen? Die sind noch im Schlafzimmer, aber die sind zum Essen. Die sind, ich habe auch noch eine ganze Dose voller Florentiner gefunden. Aber jetzt ein Florentiner. Ja, wie sie aufschaut zu mir, ist das schön. Man kann das dann noch ein bisschen fixen mit der Kameraperspektive, kann man das noch verbessern. Ja, ich denke mal drüber nach, ob ich euch was erzählen kann heute und leg mal nach, so mache ich das. Liebe Freunde der Blasmusik, morgen kommt das neue Intro. Außer also die Festplatte geht ein, dann nicht. Das darf man nicht zu eng sehen. Ich habe bereits die Kartoffeln am Herd. 2 Tage Intro machen, schon pervers, gell? Wie es da ausschaut, warum räumt ihr nicht zusammen? Und ja. Jetzt werden wir uns gleich um Senf kümmern, denn haltet euch fest, wir haben 4 Senf zu testen. Und das ist ja das Motto des Sonntags Ende 2023. Genau das machen wir. Ich werde mal die Kids zusammenklopfen. Wieso hat denn da keiner das ausgehört? Oh! Und hoffen, dass wir dann lecker Essen kriegen. Also ich muss ja Essen machen, ich bin so am... Da geben wir noch ein bisschen Gemüse dazu. Heute gibt es Leberkäse. Apropos Käse, wir müssen die Käse essen, Agnes. Die ganzen Käse sind noch da, hallo. Ich bin so arm. So, den Leberkäse holen wir da raus. Der Leberkäse ist ausgeronnen. Ah! Dann ist er wohl kein lecker Block, sondern ein grauslich Block. In meinen schönen Kühlschrank und ich hab die Lade heuer geputzt. Ah, ihr kriegt den Kitschi! Da sind wir, Katastrophe. Frau schaut schon wieder. Nein, nicht einmal. Sie schaut neutral. Sie ist die Schweiz! Bist du die Schweiz? Ich bin nicht die Schweiz, nein. Bist du da? Na gut, lassen wir das lieber.
Wir haben vier Senfs. Schaut euch das an. Sie sind alle Edmond, Dion Mustard, Dieschen, noch ein Dion, Black Currant, ui, das klingt schon mal, und Mustard and Grains. Wir haben hell Ocker, Ockerfarben, wir haben Nussfarben, wir haben Rosé und wir haben Beige. Und die werden wir jetzt testen. Ich papp sie mal auf die Teller. Soll ich das? Ich mach das live. Wer möchte? Bitte bei mir auf den Rand, weil die schauen fest aus. Bei mir auch auf. Ich glaube, das ist der, den wir schon kennen, der erstere. Ja, das glaube ich auch. Habe ich den Teller schon, Nino? Nein, das ist Lenz. Das ist meins. Bitte auch mehr auf den Rand. So, Nino auch. Dann machen wir den zweiten. Schaut mal, irgs. Sympathisch schaut er jetzt nicht aus in dem Sinn. Der schaut nach dem, den die Mama so gerne hat, aus. Du meinst, der schaut wie der Bremser Senf? Ja. Nein, ich weiß es nicht. Na, ein bisschen schaut er dem ähnlich. Der hat der Nino schon. Ja, recht. Aber der ist ja rötlicher. Es war dunkler um einiges. Und jetzt kommt der Rosé. Der riecht nach Alkohol. Der riecht nach Alkohol. Rosetta. So. Ich glaube, da schmeckt der erste am besten. Aber der letzte, mal schauen, wie der. Wo ist der Deckel? So. Und dann haben wir noch einen. Also sehr sympathisch schauen sie alle samt nicht aus, wenn ich was sage. Wieso habe ich jetzt den dritten nicht gekriegt? Weil du den dir wohl nicht gegeben hast. Außerdem hat ihn der Wenzel nicht. Woher willst du wissen, was meins ist? Ach so. Ja. Die Frau tut sich schon wieder da bestimmend. So, welcher fällt mir jetzt da, der Rosane? So, na, jetzt bin ich aber neugierig. So, darf ich dann meinen Teller mal wieder. Das ist deiner, gell? Nee. So, ich werde das jetzt hochtechnisch kosten. Mahlzeit. Ich fange beim. Mahlzeit. Der ist scharf und eigen. Der ist interessant. Der zweite, der schmeckt irgendwie nach. Wie heißt das Gewürz? Das ist irgend so ein Gewürz. Der schmeckt nach Essiggurke, der letzte. Nach Melisse oder so. Boah, der schmeckt nach Gummibärle, den wird der Nino holen. Welche? Der rosane. Nein, der schmeckt nicht gut. So, schauen wir mal. Ich probiere jetzt mal mit Leberkäse. Wir haben nämlich keine Würstel mehr. Fahrt nicht bestellt. Naja, der Ockerfarbene ist so, naja. Also mir schmeckt keiner, wenn ich ehrlich bin. Echt? Mir auch nicht. Mir auch nicht. Ja, viel besser als die Melisse, das mir kostet. Nein. Schlechter. Findest du? Ja. Mir schmecken sie auch nicht. Na, hört's mal. Ja, wir hören mal, aber wir essen auch. Also der ist spannend, der rote. Der schmeckt nach Rose. Wenn ich einen Senf habe, dann will ich einen Senf und nicht irgendwas anderes. Ja, was ist denn ein Senf? Scheider Kremser-Senf. Kremser-Senf? Letztens hast du gesagt, nein. Wann? Letztes also, Mal? Muss ich. Ich sage euch das nachher. So, zum Senf. Der ist leer. Das liegt daran, dass ich ihn gegessen habe. Der ist okay. Das ist der Edmond Fallet Moutard de Dion. Dion Mustard, va prince à la mapre prière. Ja? Kann man essen. Der Sohn hat sich nochmal den geholt. Der ist für mich aufdringlich alkoholisch, deshalb mag ich ihn nicht da drüben. Und dann haben wir hier noch den Ockerfarbenen, haben wir gesagt, oder? Der zerfällt schon. Weil man mit einer Hand das Glas nicht gescheit zuschrauben kann. Frau Schwarz, können Sie das bitte zuschrauben? Gleich.
Na jetzt. Hat einen Vanillekipferl in der Hand. Na dann halten Sie es, dann geht's auch. Teamwork. Darum bin ich verheiratet. Edmund Fallet, Mutter Grace, sie ist dein Musard. Der ist okay, er ist interessant. Ich würde ihm jetzt nicht so eine Bratwurst essen, weil dafür ist er zu aufdringlich. Aber er ist nicht scharf, absolut okay. Ja? Also interessante geschmackliche Note, aber das ist eher was für die Edelabteilung. Der schmeckt nach Rose. Sieht man schon an der Farbe. Das ist der Edmund Fallet. Montar, au Chassin, der Black Currant, der Mustard. Und dann haben wir noch den Edmond Fallet, Montar, au Pen Peters. Ist auch essbar. Der beste war offensichtlich der, den ich schon aufgegessen habe. Ich würde alle essen, jedoch bin ich der Meinung, dass sie passiert kehren. Dieses Körndl-Zeugs ist zu aufdringlich. Ja? Das ist wie ein Kerndlbrot. Ein Kerndl kehrt nicht ins Brot. Wenn ich ein Kerndl will, dann ist ich ein Müsli, aber kein Brot. Ja. Und genauso auch beim Senf. Wenn ich Kerndl will, ist ich Nüsse, aber kein Senf. Das ist das Konzept. Ich habe das gelernt. Ja. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Nein? Okay, dann nicht. Ich muss Wollt ihr noch was zum Senf sagen? Sie schmecken nicht. Mir schmecken sie ehrlich gesagt alle nicht. Ich bleib beim Estragon. Du hast doch den Steintopf-Senf so gelobt. Mhm. Und trotzdem müsst ihr mir jetzt nicht. Warum? Das habe ich nie gesagt. Du hast gesagt, du bleibst beim Estragon. Ja, aber der andere ist auch gut. Und ich meine, der ist zwar ziemlich teuer, aber es lohnt sich auch, weil man nur ganz wenig jedes Mal braucht. Weil sonst putzt dann gleich der Gehirnwindungen durch. So, Nino, du wolltest was sagen. Ich bleib lieber bei dem, der schmeckt am besten. Hm, da kannst du gleich mal den Löffel abschlecken und dann zumachen. Hey. Ja, haltet euch fest, wir fahren heute in einen Zirkus, wenn alles klappt. Und zwar nicht nach Klosterneuburg, so weit fahren wir nicht. Wir fahren noch in eine Neustadt. Oh, sind wir bescheuert. Agnes, wieso fahren wir nach Wiener Neustadt? Weil du das wolltest. Stimmt ja gar nicht. Doch. Nö, ich habe das schon abgesagt. Du hast dann das in Breitenfurt noch bestellt? Nachdem du gesagt hast, dass wir das machen. Ich habe gesagt, vielleicht. Nein, das war fix. Zeig mir das E-Mail, wo drin steht, dass wir das machen. Ich habe nichts von E-Mail gesagt. Ich habe gesagt, du hast das fix gesagt. Sagen zählt nicht, das gilt nur schriftlich. Ja. Verbale Pachtverträge da. Ja, so ist es. Jetzt werde ich den Kindern aufzeigen, dass sie mir die Nüsse entkernen, damit ich die Kerne essen kann. Und dann, eine Mandarine haben wir auch noch, was für die Figur. Und dann werde ich mich entschuldigen, dass das Video so spät online geht. Euch, liebe Freunde der Blasmusik, wünsche ich einen wunderschönen Dings, die Bumsti, und vor allem einen wunderbaren Flutsch ins alte Jahr. Ich habe das immer sehr diskriminierend gefunden. Wisst ihr, ich bin ja so ein Gleichberechtigungsfanatiker. Und da ist es doch so, dass schon am 28. Dezember alle guten Rutsch, frohes neues Jahr wünschen. Und ich denke mir, hallo? Was ist denn das für eine Art? Er sagt hallo zum Neuen und verabschiedet euch nicht vom Alten. Ich finde das eine Urfrechheit und deshalb feiere ich ja das Ende des Jahres, des schönen Jahres mit vielen wunderbaren Erkenntnissen und Gerichtsbeschlüssen. Was schaust denn du so? Gerade du feierst das alte Jahr, der immer negativ redet. Diesmal redet er halt negativ über das Neue und nicht über das Alte. Ich bin negativ? Bitte informier uns. Was soll ich informieren? Wo bin ich negativ? Sehr oft in deinen Aussagen. Nur weil du es negativ nimmst? Ja, das ist ja super, wenn es schrecklich ist. Das ist ja toll. Okay, verstehe. Das wäre sehr fad. Okay. Was soll ich jetzt sagen? Ja, das denke ich mal gerade. Was willst du jetzt noch sagen? Dann nichts. Dann wird dir nichts mehr einfallen. Ich und negativ. Scherzkeks. Ah, immer das Theater mit den Frauen. Ja, Minuten müssen wir noch machen. Also ich verabschiede das alte Jahr und das neue, naja.
Ohne neigen Jahr kann man es heute nicht verabschieden. Also ist das ein notgedrungenes Übel. Ein Notübel ist das sozusagen. Ja, schon. Also, freuen wir uns über das Ende des alten Jahres. Das ist ja auch ein Konzept. Ja. Ja. Ja, was, ne? Irgendwie. Wisst ihr. Naja. In diesem Sinne. Wir sehen uns. Du. Achso, jetzt kommt die YouTube-Geschichte. Ich freue mich, dass ich die YouTube-Sache auch machen kann. Das ist super. Das mache ich. Ich freue mich total. Ich gehe direkt jetzt zum Computer und denke mir, Mist, noch 3 Stunden zu früh. Dabei freue ich mich schon so auf die YouTube-Sache. Keine Absicht, Entschuldigung. Die YouTube-Vorschläge für den 31.12. 17:21 Uhr. Schau, der hat zeigt, das ist Premium, ist eine Katastrophe. Der zeigt jetzt da das Video an, das ich zu Hause gesehen habe. Ach. The World's Jigsaw Puzzle von Karen Puzzles. Die Motivationsansprache fürs neue Jahr von Brain Dump. Wird eh schon Zeit, dass wieder mal was kommt von ihm. Taking down 250 Scammers in real time, Kid Boga. Steht meine Luftsäule, damit könnt ihr alles, ihr es herausfinden. Fanfare Akademie. Lego 8222 Technik Review, Senkrechtstarter von Flipperstein Schmatz. Jonas Debunked von Exotenhammer. Top 20 Most Anticipated 2000 Rollercoasters von Team Park Crazy und Penn & Teller Gift verlassen und Sleight of Hand Using a Cup and Balls. Friday Night with Jonathan Ross. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen nebligen Rutsch. Wir sind hier in Wiener Neustadt, da ist alles voller Nebel. Wir rutschen jetzt rüber nach Soos. Da gibt es vielleicht morgen die Fotos vom Griechen. Also nicht vom Griechen, sondern vom Essen vom Griechen. Und in diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann nächstes Jahr auf diesem YouTube-Kanal. Ach, der Gag wird ja nie alt, das ist ja schön. Agnes, liebst du mich heuer noch bis zum Jahresende? Ja! Nö, Alter, ja. Geh mal rüber.